Bayer Leverkusen hat den letzten noch freien Champions League-Platz erobert. Der Werksklub gewann im Bundesliga-Finale sein Auswärtsspiel bei Hertha BSC mit 5:1, 2:1 und kletterte in der Tabelle noch an Konkurrent Borussia Mönchengladbach vorbei auf Rang 4. Ausnahmetalent Kai Havertz erzielte mit seinem 17. Saisontor 28. zum 9. Mal das so wichtige 1:0 für Bayer, Liga-Höchstwert. Ein Dreierpack schnürte Stürmer Lucas Alario, 38., 72., 88., zudem traf und Nationalspieler Julian Brandt, 54., für Leverkusen, das sich den Startplatz in der Königsklasse dank eines starken Saisonendspurts 16 von 18 möglichen Punkten aus den letzten 6 Spielen verdiente. Bei Hertha erzielte Valentino Lazzaro im letzten Spiel unter Trainer Pal Dardai nur den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, 34. Bereits vor dem Anpfiff hatten sich Trainer Dardai, der von U23-Coach Ante Kovic beerbt wird, und der Schweizer Mittelfeldspieler Fabian Lustenberger, der Hertha nach 12 Jahren Richtung Heimat verlässt, von den Berliner Fans verabschiedet. Im Spiel durfte Lustenberger die Kapitänsbinde tragen, die er einst an Torjäger Vedat Ibišević hatte abgeben müssen. Die Leverkusener brauchten eine gewisse Anlaufzeit, ehe sie dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. Nach einem Warnschuss von Ibišević, 6., waren die Gäste etwas offensiv stärker, ohne jedoch zunächst zu zwingenden Torchancen zu kommen. Anfangs sorgten Fernschüsse von Wendell, 10. und Havertz, 22. für die größte Gefahr. Leverkusen verdaut Blitzausgleich schnell, als die Partie ein wenig dahin zu plätschern drohte, folgte der große Auftritt von Havertz. Nach einem langen Pass von Innenverteidiger Jonathan Tah sprintete der Nationalspieler allein auf Hertha-Torhüter Thomas Kraft zu und ließ diesem mit einem satten Linksschuss vom Torraum mehr keine Abwehrchance. Der Treffer spielte jedoch den Hausherren in die Karten. Hertha drückte sofort auf den Ausgleich und wurde schnell belohnt. Lazzaro drückte eine scharfe Hereingabe von André Duda aus kürzester Distanz über die Linie. Doch auch die Leverkusener erholten sich schnell von diesem Schock und konterten nur 4 Minuten später mit der abermaligen Führung durch Alario, der den Ball artistisch am herausstürmenden Kraft vorbeispitzelte. Nach dem Seitenwechsel passiert lange Zeit nur wenig. Leverkusen war um Ballsicherheit und Risikominimierung bemüht. Den Berlinern merkte man an, dass es bei ihnen um nichts mehr ging. Das spiegelte sich auch im fast körperlosen Abwehrverhalten beim Treffer von Brandt zum 1:3 wider. Alario setzte dann mit einem Kopfball aus kürzester Distanz den Schlusspunkt. Let's block, let's, why?